Wenn ihr diesen Weg erfolgreich beschreitet, erwartet euch Erkenntnis, viel Erfolg, Wanderer. Ich weiß ja schon, woraus die Kenntnis besteht. Hey ho zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Folge Minecraft Legend Rise of the Phoenix. Yes, ich habe ja beim letzten Mal gesagt, dass ich euch noch eine Heiligtumsrundführung machen werde, da unser Heiligtum zu Ende ist. Eigentlich hatte ich erst überlegt zu warten, bis es wieder Tag ist, aber in der Nacht sieht es bestimmt nochmal viel geiler aus. So, ich fange jetzt hier natürlich bei dem Tor an, weil das Heiligtum nun einmal hier an dieser Mauer beginnt und es mit dem Tor nun mal auch anfängt. So, wir haben hier zu beiden Seiten Wald, und zwar eine Menge Wald. Hier sind auch zwei Wege, in die man dann rein kann. Ich versuche mal hier so ein bisschen entlang zu laufen. Hier hat man dann die ganzen Häuschen, die hier entstanden sind. Ich habe schon erst gedacht, die hätten die Häuser weggemacht. Aber haben sie gar nicht. Hier haben wir noch so einen kleinen Brunnen. Und ja, wie gesagt, theoretisch soll das so wirken, als wenn man hier dann natürlich auch im Heiligtum wohnen kann. Nehme ich mal stark an, dass das so sein soll. Und ja, dann kann man sich hier seinen Weg durch den Wald bahnen und kann sich hier in einem mysteriösen Wald verirren, sozusagen. Kann man tatsächlich, habe ich ja schon geschafft, aber ich schaffe das überall. Also es liegt nicht daran, dass der Wald so verwinkelt ist, sondern einfach nur daran, dass ich einen miesen Orientierungssinn habe, wie ihr wisst. So, das ist der äußerste Ring. Der zweite Ring ist hier, das ist der, wo die ganzen Statuen stehen. Und die habe ich auch noch nicht alle gesehen, da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Hier haben wir zum Beispiel schon mal die erste. Das ist ein Hirsch, nehme ich an. Eigentlich nicht zu verkennen. Und sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool aus. Und überall hängen hier, das finde ich gerade das Coole, deswegen habe ich auch gesagt, es ist eigentlich vollkommen Wurst, ob es Nacht ist oder nicht. Diese ganzen Kristalle, die hier um das Heiligtum herum hängen, die finde ich einfach mega genial. Das ist so eine coole Idee einfach. Und ich finde, das macht das Ganze nochmal ein bisschen mystischer, nochmal ein bisschen magischer. Das finde ich einfach wunderschön. Und ja, wartet, wo war jetzt hier die nächste Statue? Ich habe doch gerade eine gesehen. Wo ist die denn jetzt hin? Und ich habe schon wieder nichts mehr zu essen. So, bei dieser Folge werde ich jetzt natürlich auch nicht auf die Zeit achten. Also zumindest nicht so furchtbar akribisch, wie ich es sonst immer getan habe. Sondern werde es einfach so machen, dass ich sage, wenn die Führung vorbei ist, ist sie halt vorbei. Und die Schnitzeljagd ging ja auch schon so eine knappe Stunde. Ungefähr. Hat aber auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe die Prämie habe ich noch hier. Die habe ich noch nicht, weil ich noch nicht in meinem Häuschen wieder war. Ich bin jetzt hier direkt die Führung dann quasi hinten angeschlossen. Elbenkrieger. Als Zeichen für den Respekt, den ich hiermit erweisen möchte, ein schönes Heiligtum habt ihr. Ach so, stimmt, das hatte ich glaube ich auch schon mal gesehen. Das sieht mit Abstand cooler aus, wenn man es sich von der Ferne anschaut. Also es ist hier wie so ein Umhang, den er hier anhat. Das ist so ein Elfenkrieger, der so ein Schwert in der Hand hat, das hier dann auf den Boden weist sozusagen. Finde ich unglaublich cool. Ich muss mal gucken, ob ich das von weiter weg irgendwie zeigen kann. Aber ich glaube nicht, dass ich hier hochkomme. Doch, müsste klappen. Ah, shit. Meine Stimme ist heute so ein bisschen komisch, also nicht wundern, wenn ich mich irgendwie etwas seltsam anhöre. Oh, das ist auch nochmal ein großer Baum. Hat der irgendwas zu bedeuten? Ist das was Besonderes? So. cool. Großer Baum im Weg. Blöd. Versuche ich es mal von der anderen Seite. Also wenn ich euch das von der Seite zeige, ist das bestimmt auch okay. Ich weiß nicht, warum hier... Nein! Oh mein Gott, das war knapp. Ich weiß nicht, warum hier diese riesigen Bäume immer so im Weg stehen. Das irgendeinen Sinn hat. Ich guck mal gleich, ob man da irgendwie reingehen kann oder so. Ja, ist natürlich blöd, weil der Baum direkt davor steht. Das ist doch... Kacke ist das doch. Ich guck mal eben, ob ich da reingehen kann. Also so sieht er auf jeden Fall aus. Mit einem aufgebauschten Umhang hinten und dem Schwert, wie gesagt. Das Schwert unterscheidet sich leider von der Textur her nicht sehr von dem Elfenkrieger selbst, deswegen erkennt man das ein bisschen schlecht. Aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. Nein, man kann leider nicht in den Baum rein. Das heißt, es sind einfach nur große Bäume, die dezent die Sicht versperren aus dem zweiten Ring. Nee, aus dem ersten Ring, glaube ich, sind wir hier, ne? Das ist, glaube ich, die einzige Statue, die im ersten Ring steht. Oder? Ich
Bin mir nicht ganz sicher. Ich habe mir versucht, auf der Live-Map so ein bisschen Orientierung zu verschaffen. Aber, was haben wir hier? Erbaut von Let's Bunny. Freut mich, Let's Bunny. Das ist irgendwie so ein Häschen. Let's Bunny. Bunny Hop. So, hier haben wir ein Lagerfeuer. Die ist sehr cool. Hier kann man sich so hinsetzen, nette Abende mit seinen Elfenfreunden verbringen und falls hier natürlich irgendwann auch mal Leute hinkommen, die gerne unser Heiligtum besichtigen möchten, nehme ich mal an, dass das dann auch in Ordnung sein wird, wenn die hier sich niederlassen. So, die einzige Statue, die jetzt hier war, war der Hirsch. Ich mal gucken, ob ich hier noch irgendwo welche finde, weil ich weiß eigentlich, dass hier noch mehr standen. Wie gesagt, ich habe mir das auf der Live-Map schon mal angeschaut. So ein bisschen zumindest. Um mal zu schauen, was es hier so alles zu sehen gibt. Ich bin mir sicher, dass es noch vieles gibt, was ich auch noch nicht gesehen habe. So, hier mein besonderes Zeug. Meine Texturen sind schon wieder am Eimer. Scheiße. Weil ich wette, nein, hier kommt man nicht rein. Oh, ist das ätzend. Okay, reconnect. Moment. So, nur für den Fall, dass irgendwer dieses Problem kennt und mir sagen kann, wie ich das beheben kann, bitte schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich hoffe, dass ich das irgendwann mal wegbekomme, weil das geht mir tierisch auf den Senkel. So, hier ist also der. Ach so, das sind die Häuser, die ich euch auch schon gezeigt hatte, ne? Die, ja, doch genau, die hatte ich euch schon mal gezeigt. Das sind diese kleinen Wohnhäuschen. Sticht jetzt so ein bisschen hervor, muss ich sagen. So, hier haben wir auch noch eins. Und hier ist nochmal so ein Lagerfeuerchen. Da vorne ist die nächste Statue. Ich glaube, das ist die, bei der ich am Anfang überhaupt nicht wusste, was sie darstellen soll. Mal gespannt, ob das irgendeinen Sinn hat hier, irgendeinen tieferen Hintergrund, welche Statuen hier wo stehen. Boah, das sieht cool aus. Das soll, glaube ich, so ein Vogel darstellen. Im besten Fall natürlich ein Phönix, so umgeben von Feuer. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ja, ich kann mir gut vorstellen. Ja, genau, hier hinten mit diesen Krallenähnlichen irgendwas, habe ich noch gedacht, das wären irgendwelche Drachenkrallen oder Gott weiß was. Aber es sieht sehr, sehr cool aus. Natürlich kennt man am Anfang noch nicht genau, was es darstellen soll. Aber sehr cool. Da hinten haben wir auch noch was. Was ist das denn? Sieht aus, als würde er Seifenblasen produzieren. Huch, regnet es? Nein. Doch, es regnet. Man spürt das hier nur nicht. Also kaum, weil man halt hier unter diesen Bäumen ist. Okay, ist das auch von ihm gebaut? Das wäre ja der Wahnsinn. Elfenmagier. Espinay und Mortas. Boah, wie cool. Elfenkrieger, Elfenmagier. Oh, ich würde die so gerne mal von weiter weg sehen. Das ist doch bestimmt mega cool. Der hat jetzt natürlich so einen Stab in der Hand. Moment, ich muss mal kurz mein Mausbett hier ein bisschen zurechtschieben. Der hat jetzt so einen Stab, so einen Magierstab in der Hand. Wenn ich Glück habe, ist hier kein zu großer Baum davor. Dann könnte ich versuchen, den mal zu zeigen. Aber ich komme hier leider gar nicht auf die Bäume drauf. Das ist gerade ein bisschen schade. Oder? Nee, irgendwie klappt das, glaube ich, nicht. Ich kann mal gucken, ob ich hier die Ranken hoch kann, um dann auf die Bäume zu kommen. Nee, leider auch nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Da kann man schon so hoch springen, kommt trotzdem nicht auf die Bäume drauf. Das ist doch beschiss, ist das. Nee, klappt nicht. Schade, schade. Ich hätte euch den gerne mal von weiter weg gezeigt, weil das sieht bestimmt mega gut aus. Ich probiere es einfach nochmal. Hier müsste ich doch eigentlich hochkommen. Ja, ich habe es geschafft. Also ich weiß, dass ich, glaube ich, zwei Blöcke hoch springen kann. So, dann kann ich euch den zumindest mal von ein bisschen weiter weg zeigen, weil hier kein Baum in der Nähe ist. Dazwischen so. So. Versuche ich das hier mal. Der hat, glaube ich, auch so eine Kapuze, so ein Cape an. Und dann diesen Stab in der Hand. Wahnsinnig cool. Also an die Erbauer von diesen Statuen sei mal ein ganz, ganz großes Lob gerichtet. Das sieht wirklich mega gut aus. Ich bin mal gespannt, was hier noch so auf uns zukommt. Oh, die haben ja auch Steine verbaut. Da muss ich ja zugeben, das passt nicht so ganz in unseren elfischen Baustil rein. Aber, ach so, das ist hier, glaube ich,
Ja gut, was auch immer das sein soll. Ja, passt, ne? Hier haben wir auch noch ein Steinhäuschen. Nein, das ist die Mauer. Ach, das ist die Mauer, Leute. Die Mauer von Game of Thrones. So, versuche ich mal wieder nach hier vorne zu kommen. Das Heiligtum ist einfach riesengroß. Und dabei habt ihr noch nicht mal den Hauptteil davon gesehen. Der Hauptteil ist ja natürlich der Baum in der Mitte. Zu dem werde ich auf jeden Fall auch noch kommen, gar keine Frage. Hier haben wir wieder so ein Lagerfeuer. Der Phönix war, glaube ich, die Statue, die hier dann ist. So, hier hängt wieder ein Kristall im Baum. Sehr gut. Okay, was haben wir hier? Irgendwas mit einer Axt. Sieht aus, als hätte es ein Geweih. Sieht, Minotaurus, kann das sein? So eine Minotaurus-Statue? Sieht zumindest stark danach aus. Und da hinten sind die Texturen schon wieder im Arsch. Na, wer hätte es gedacht? Sehr schön. Gut. Und hier vorne sind wir, glaube ich, schon wieder bei dem Hirsch angekommen. Genau. Das heißt, ich kann jetzt auch in das Heiligtum reingehen, wenn die Texturen nicht wieder im Arsch wären. Juhu. Aber das ist mir jetzt egal. Ich weiß, dass ich hier durch kann. So. Also hier unten, wie ich auch, glaube ich, beim letzten Mal schon erwähnt habe, haben wir diese kleine, ich sag mal, Lagune, wo sich dann auch die Wurzeln reinziehen und dieser kleine Fluss durchläuft. Finde ich sehr, sehr schön gemacht. Und natürlich überall, wie gesagt, diese wundervollen Kristalle. Hier ist natürlich das Herzstück unseres Heiligtums. Und es ist wahnsinnig toll. Und hier drin habe ich auch hauptsächlich beim Bauen dann geholfen. Ich muss zugeben, ich habe nicht wirklich viel beim Heiligtum gemacht, weil ich aber auch selten Zeit dazu hatte, überhaupt online zu kommen. Ich habe auch jetzt die letzten Male beim Nexus nichts aufgenommen, weil ich glaube aber auch gar kein Nexus stattgefunden hat, die letzten Male. Und ja, ich muss sagen, das sieht wahnsinnig gut aus hier. Ist so unglaublich viel Material verbaut worden, das könnt ihr euch einfach nicht vorstellen. Wir haben allein hier bei diesen Grasblöcken, die hier gebaut wurden, die habe ich, glaube ich, verlegt zu, ich sag mal, 80%. Da war eins von diesen Dingern hier war schon ausgefüllt, die anderen drei habe ich ausgefüllt. Da sind allein 8 oder 9 Stacks Blätter draufgegangen. Das ist wirklich unglaublich. Ne, mehr, es waren mehr. Es waren, glaube ich, 15 Stacks Blätter, die allein hier draufgegangen sind. Das ist der absolute Hammer, was hier verbaut wurde. Und ich will gar nicht wissen, wie viel Rohholz hier drin steckt. Das ist. Puh, ja. Okay, dann gehe ich mal hier diese lange, große Treppe hoch. Die habe ich auch teilweise weitergebaut. Aber ich weiß halt nicht mehr, wo genau ich sie weitergebaut habe. Es sind ja auch mehrere Treppen. Zwei, drei, zwei, glaube ich, sind es, die hier sich hochschlängeln. Und da oben geht es dann zu einem Part dieses Gebäudes, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob ich euch den wirklich zeigen kann. Denn hier geht es zu einem Labyrinth. Betreten auf eigene Gefahr. Wenn ihr diesen Weg erfolgreich beschreitet, erwartet euch Erkenntnis, viel Erfolg, Wanderer. Ich weiß ja schon, woraus die Kenntnis besteht, Erkenntnis besteht, weil ich ja halt einfach mitgebaut habe. Dementsprechend weiß ich das schon. Aber ich würde es euch auch wahnsinnig gerne zeigen. Ich weiß allerdings auch, dass ich hier diesen Weg hoch niemals finden würde. Und selbst wenn, würde der Weg wahrscheinlich ewig dauern. Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz, was da auf der. Ah! Scheiße. Ich wollte eigentlich nur mal kurz gucken, was auf der anderen Seite ist. Ich weiß jetzt nicht, welche Treppe ich hochnehmen muss. Ich hoffe, ich nehme jetzt einfach mal die hier. Wenn es die falsche Treppe ist, muss ich halt noch mal von vorne anfangen. Scheiße. Ein Hoch auf keinen Fallschaden, Leute. Also wenn jemand aus einem anderen Volk hier hinkommen würde, dann würde das wahrscheinlich ziemlich fatale Folgen haben, wenn die hier runterfallen würden. Also das wäre ein Instant-Tod, definitiv. Wer von da oben runterfällt, da ist vorbei. Ah, okay, ich habe die richtige Treppe genommen. Weil hier ist nochmal ein anderer Eingang. Tap, 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 tap.
Was das ist, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Es scheint ein Thron zu sein. Der Thron unseres Gottes dann natürlich, weil der hat ja hier offiziell seinen Sitz. Schilder gibt es hier keine, aber eigentlich kann man sich ja denken, was das ist, ne? Also wenn man sieht, dann weiß man, was das darstellen soll. Und um zur Erkenntnis zu gelangen, muss ich offensichtlich tatsächlich durch dieses Labyrinth durch. Ich werde es versuchen, Leute. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, durch dieses Labyrinth zu kommen. Ich kann euch aber nicht versprechen, dass ich es schaffe, ne? Also ich werde den Anfang euch auf jeden Fall noch zeigen, damit ihr seht, wie dieses Labyrinth aussieht. Und wenn es aber zu lange dauern wird, werde ich das natürlich schneiden. Also. Wie war nochmal die goldene Regel? Immer an der linken Wand halten? Oh. Hier fehlen noch Blätter. Also war nicht gut gebaut hier. Nicht gut gebaut. Immer nach links halten ist schon mal ein Fehler. Okay. Dann gehen wir jetzt einfach immer an der linken Wand entlang. Tam, ta, ta, tam. Also so sieht das Labyrinth im Endeffekt aus. Überall Blätter bis hoch an die Decke. Natürlich auch ein bisschen Glowstone noch mitverarbeitet. Hier habe ich auch mitgeholfen, die Blätter zu setzen. Also diese Blätterwände zu setzen. Und das ist wirklich eine unglaubliche Heidenarbeit. Das kann ich euch nur sagen. Ich glaube, mit Lady Mian habe ich das gemacht. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Und das wäre ja eigentlich eine super Gelegenheit, um irgendwelche Sachen anzusprechen. Und hier fehlt auch noch Blatt. Blätter. Blatt. Blätter. Blätter. Ja. Mal gucken, ich bin mir nicht sicher, ob ich das hier überhaupt irgendwann mal schaffe. Und ich habe auch schon das Gefühl, dass mir die Sachen nicht bekannt vorkommen. Also ich habe echt schon das Gefühl, dass ich hier im Kreis laufe. GG, was? Ah, seht ihr? Oh Gott. Also ich, ja, hier renne ich auch im Kreis. Das ist gerade gar keine Frage, dass ich das tue. Und gehen wir hier lang. Auch Sackgasse. So, wie ihr seht, wir haben ja gesagt, betreten auf eigene Gefahr. Also es kann auch durchaus sein, dass man hier nie wieder rausfindet. Oh, ich habe. Ah, es geht weiter. Okay, ich habe den Weg nach oben gefunden. Wenn man. Oh, das ist hier fies. Wenn man jetzt hier wieder runterfallen würde, einfach. Okay, also die Erkenntnis ist ein Schrittchen näher gerückt. Es ist natürlich aber nicht die letzte Etappe. Hier geht es natürlich weiter. Und ich muss mal schauen. Irgendwie. Ob ich den Weg hier jemals finden werde. Hier sind schon wieder Treppen verbaut. Das finde ich so ein bisschen fies. Weil man dann irgendwie die ganze Zeit das Gefühl hat, so, oh cool, hier geht's weiter. Aber dann geht's da gar nicht weiter. Oh, ist das gemein. Ich höre Wasser. Ich habe Wasser gehört. Ist das gut oder ist das schlecht? Da ist es wieder. Kann man sich daran so ein bisschen orientieren? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also zum Nexus. Ich habe wie gesagt die letzten Sonntage keinen Nexus aufnehmen können und ich war auch überhaupt nicht online, während der Nexus war. Dementsprechend gab es da keine Folgen zu. Ich habe aber jetzt auch gestern so mit halbem Ohr mitbekommen, dass wohl gar keine Nexus-Schlachten stattgefunden haben die letzten Wochen. Weil mitunter aufgrund dieser Twilight-Geschichte, der Twilight soll ja released werden irgendwann. Och, ist das euer Ernst? Das ist doch fies, einen hier durch so verworrene Gänge zu schicken und dann in eine Sackgasse zu leiten. Aufgrund dieser Twilight-Geschichte. Wieder Sackgasse wetten? 1000%ig. Ja, natürlich. Nein, doch nicht. Aufgrund dieser Twilight-Geschichte gibt es wohl momentan keinen Nexus. Und Außenposten scheint es auch nicht zu geben. Okay, reconnect. Weil es so schön war, gleich nochmal. Also, es scheint weder eine Nexus-Schlacht noch die Außenposten-Schlachten Schlachten zu geben. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, weil die Außenposten-Schlachten haben mir schon immer so ein bisschen Spaß gemacht. Und der Nexus war natürlich auch sehr cool. Also ich habe beim Nexus immer sehr gerne mitgemacht. Ich habe das auch immer sehr gerne aufgenommen. Ich hatte eigentlich auch vor, dass gestern war Sonntag, heute ist Montag. Nach Sonntag kommt der Montag, wer hätte es gedacht. Hatte ich eigentlich vor, den Nexus als Stream aufzunehmen, weil ich ja überhaupt vorhatte zu streamen.
Hat dann aber irgendwie alles nicht so geklappt, weil ich vom League of Legends Spielen sowas von abgelenkt war, dass ich an das Stream überhaupt nicht mehr gedacht habe. Also ich habe es dementsprechend leider komplett verpennt. Deshalb wird es heute Abend, also ups, Montagabend, dann ein Stream geben. Wenn ihr das seht, ist es natürlich schon längst vorbei. Dementsprechend ist es vollkommen unsinnig, das jetzt anzusprechen, aber ich versuche es einfach mal. Ich glaube, ich bin in der Nähe des Beacons, deswegen habe ich jetzt hier so einen Schnelligkeitsboost. Und wie gesagt, ich werde das Ganze natürlich dann auch irgendwie ein bisschen zusammencutten, dass ihr hier nicht die ganze Zeit mir dabei zusehen müsst, wie ich mich hier durch dieses Labyrinth schlage. Im Prinzip ist das ja auch so ein kleiner Spoiler für alle, die versuchen wollen, hier durchzukommen. Aber ist ja Blödsinn, ich spoiler hier ja keinem was im Endeffekt. Weil ich ja sowieso eigentlich einen total verworrenen Weg gehe, der im Endeffekt auch nicht zum Ziel führt. Wie ihr ja schon bemerkt. Ich immer in irgendeiner Sackgasse lande. Okay, ich cutte das jetzt hier und zeige euch das Ganze, wenn ich da bin. Ja, das ging jetzt doch erstaunlich schnell. Ich habe ungefähr noch 2 Minuten gebraucht und dann habe ich tatsächlich noch den Weg nach oben gefunden. Ich glaube, der Sound ist ein bisschen laut. Und dementsprechend hier geht es nach oben und hier, Leute, wartet die Erkenntnis auf uns. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe den Weg durch das Labyrinth gefunden. Halleluja. So, hier kann man sich schon ein bisschen hinsetzen. Wartet mal ganz kurz. Ich muss mal gucken, auf wie viel die Gesamtlautstärke ist. Vielleicht habe ich es einfach nur. Ich habe es zu laut eingestellt, glaube ich. Ich höre das gerade ziemlich laut alles. Okay, also hier. Befindet sich das eigentliche Herz unseres Heiligtums. Wir befinden uns in der Baumkrone. Und für alle, die... wie war Nexus gestern? Oh, gute Frage. Für alle, die sich noch an das letzte Rätsel erinnern. Hat nicht stattgefunden. Super. Dann hätte ich den Stream eh nicht machen können. Für alle, die sich noch an das letzte Rätsel der Schnitzeljagd erinnern, es ging um die vier Elemente. Und hier findet ihr die vier Elemente. In diese Richtung. Oh nein, das ist auch nochmal ein Labyrinth. Nein! In dieser Richtung befindet sich das Wasser. In dieser Richtung die Luft. Hier vorne befindet sich das Feuer. Und hier haben wir noch die Erde. Wer die Serie Avatar: The Last Airbender kennt, dem werden die Zeichen vielleicht bekannt vorkommen. Denn das sind die Elementezeichen, die auch bei der Avatar-Serie benutzt wurden. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob ich es mir jetzt noch antun soll, hier wieder in dieses Labyrinth reinzugehen. Weil ich gerade eigentlich so froh war, dass ich es geschafft hatte. Aber vielleicht erwartet mich ja hier noch irgendwas Spannendes, irgendwas ganz Besonderes. Und deshalb versuche ich es zumindest nochmal. Ich folge mal der Glowstone-Spur. Auch wenn ich glaube, dass mir das nicht viel bringen wird. Ich habe das Gefühl, gleich stürzt mein Minecraft schon wieder ab. Ach Mann. Ich wünschte, ich könnte einfach drüber hüpfen. Ja, aber das ist leider auch so gemacht, dass es für die Elfen eine Herausforderung ist. Und nicht nur für alle anderen. Fortgeschrittenes Handwerk. Ach, das ist ein neuer. Stimmt, sonntags werden ja immer die neuen Spieler gewhitelistet. Und dementsprechend haben wir heute wahrscheinlich wieder viele, viele neue Mitspieler. Es laggt ziemlich gerade. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich hoffe, das gibt sich jetzt gleich mit der Zeit wieder. Ah, hier hat jemand gecheatet. Oh, okay. Also so fies das vielleicht ist, ich werde das jetzt auch tun. Weil ich will euch das wirklich nicht zumuten, dass ich jetzt hier die ganze Zeit durch dieses Labyrinth irre. Und hier befindet sich dann, also hier würde ich dann halt rauskommen und hier gäbe es das Wasser.
Die Erkenntnis. Plupp. Das Element. Wasser ist auf der Welt schon Milliarden Jahre vorhanden und ist auch mit eins der wichtigsten Elemente. Denn ohne dieses Element könnte das Leben auf dieser Welt nicht existieren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und auch eine gute Nacht. Danke sehr. Das ist cool. Diese Elfen haben Zeit und Ressourcen geopfert, um in der Gemeinschaft mit allen Elfenstämmen dieses Heiligtum zu errichten. Wir schulden ihnen großen Dank. Pixie Berlin, Saphirel, The Genius und Libas. Libas? Libas? The Genius, wie gesagt, der, ich sag mal, Hauptarchitekt dieses Heiligtums. Haben Zeit und Ressourcen geopfert, um. Ja, okay. Also eigentlich gehören hier noch viel, viel mehr Namen hin. Das sind natürlich nicht die einzigen Elfen, die geholfen haben. Es haben viele Elfen mitgeholfen, hier zu bauen. Aber es können natürlich auch nicht alle Namen hier aufgelistet werden, weil wirklich, wirklich, wirklich viele geholfen haben. So, guck ich mal, welches das nächste. Luft ist das nächste Element, wie es aussieht. Zack. Ups. Oh. Palimpalim. Hier stehen noch ein paar andere Namen. Okay. Bounty Let's Mori. Crafting Basti. Nico 702. So rum. Lady Mian. Yasolein. Und Miner YouTube. Autsch. Okay, zur Luft steht hier gar nichts. Das finde ich ein bisschen schade. Weil Luft ist hier nun mal auch ein sehr essentielles Element, würde ich sagen. Ohne die kämen wir leider auch nicht weit. Ne? Ah, die haben hier einem ja schon den Weg geebnet zum Schieden. Das ist ja Wahnsinn. So, gehen wir als nächstes mal zu dem Feuer, würde ich sagen. Nicht runterfallen. Das ist so ein bisschen tricky hier mit dem. Mit dem. Nein! Oh, scheiße. Scheiße, scheiße. Und natürlich ist mein Minecraft wieder abgestürzt. Wundervoll. So. Das Feuer. Wahnsinnig cool gemacht einfach. Wirklich, wirklich sehr cool. Und hier stehen noch Anakuki X3, Sigpick 321 und The Genius. Warum steht er hier nochmal? Der stand schon da. Okay. Also. Zum Feuer steht hier auch nichts. Warum haben die nur beim Wasser was hingeschrieben? Das ist doch blöd. Naja, ist egal. Ist Wurst. So, was fehlt jetzt noch? Die Erde fehlt noch. Müssten wir eigentlich hier einfach nur im Kreis weitergehen, wenn ich mich nicht ganz irre. Oh nein, es ruckelt schon wieder. Oh mein Gott. Geschafft. Okay, die Erde in vielen, vielen Braun- und Schwarztönen gehalten. Und es steht leider auch nichts dazu. Also steht nur was zum Wasser da. Das finde ich irgendwie blöd. Diese Elfen bauten unter Einsatz von Zeit und Material dieses Heiligtum zu Ehren der großen Götter. Wir schulden ihnen uns, ja, und so weiter. Da stehen noch nicht mal Namen, finde ich sehr gut. Aber, ja, finde ich halt nicht schlecht, dass hier so ein paar Namen aufgelistet sind. Vor allem von denen, die halt viel geholfen haben. Und das sind nun mal halt auch viele von denen sitzen im Elfenrat. Und dementsprechend ist es klar, dass die viel da sind und auch viel helfen. Aber, wie gesagt, ich bin leider nur sehr selten on, auch wegen Arbeit und so einem ganzen Kram. Es ist einfach schwierig für mich dann auch noch hier die freie Zeit, die ich dann habe, nur in Minecraft zu verbringen. Und wenn ich dann mal hier bin, dann möchte ich halt nicht nur die ganze Zeit hier Ressourcen farmen und am Heiligtum helfen. Das war in diesen paar Wochen wirklich richtig, richtig schwierig. Aber so viel zu unserem Heiligtum. Ich hoffe, die kleine Führung hat euch gefallen. Ihr habt jetzt so ziemlich alles gesehen, was es bei dem Heiligtum Wichtiges zu sehen gibt. Und ja, dann bin ich mal gespannt. Ich werde mir auf jeden Fall auch noch die anderen Heiligtümer angucken, also wenn ich denn darf. Ich will es zumindest versuchen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung wegen wichtigen Links und so. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns spätestens in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.